Kann ich eigentlich gewinnen oder nicht? Ich hab voll die guten Karten. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. Next one. Auf geht's zur Runde 2. Runde 2. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. Aber ich fang mal an, glaube ich, oder? Oder was ist eigentlich besser jetzt gerade? Ja, das musst du doch wissen. Echt? Du hast doch deine Bricks gesehen. Ja, wow. Mit 6 Karten brickt man weniger. Ja, stimmt. Aber man kann halt auch ein Monster setten und dann Tributen irgendwie. Weil du ja auch dasselbe hast. Ja, wer fängt jetzt an? Ich fang mal an. Alles einfach nur, um zu gucken, wie es ist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die Hand ist viel besser! Zu den Händen! Okay. Mach. Ups. Der so drei Götter. Ja, aber ich sehe ja sowieso schon wieder. So. Ja, der Topf ist einfach so broken. Aber was ist das denn hier? Was? Morgenschütte kennst du nicht? Ja, doch, aber die sind halt so. Hey. Du kannst halt Monster schützen damit. Du kannst 2 Zauberkarten nehmen, die als Monster dann shuffeln und dann kann ich einen davon auswählen. Schützen Monster für Tributbeschwörung. Das stimmt natürlich. Und hier. Dazu kommt es wahrscheinlich eh nicht. Dann nicht nur eher die. Die ist auch schon uralt, oder? Magischhüter. Ich hab voll die gute Hand! Och Mann! Ich dachte, ich hätte noch eine Chance. Ich hab voll die gute Hand! Gar kein Brick drin. Boah. Das wäre eigentlich schon so unnötig, aber. Wenn ich das machen würde. Komm! Hier nicht auf Zeit spielen. Goldsarkophag. Ich weiß, es ist halt so schwer. Okay, und was? Was ist die beste Karte in dem Deck? Die Exodia-Karte. Spiegelkraft. So. 2 Züge schwerer. Ich sette eine Unbekannte. Ah, oh, Mann. Was ist denn die Taktik des Decks? Ich habe keine Ahnung. Exodia. Was war das für die Fall von Exodia? Auslöschen? War das die? Ja, ne? Auslöschen war das. Auslöschen mit 3 Ausrufezeichen. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Die sieht ganz gut aus. 3 Ausrufezeichen, ja. Wahrscheinlich hätte ich lieber irgendwie Dark Magician wählen sollen oder so. Aber. So. Voll stark, Mann. Das ist halt wirklich kompuls jede Runde. Für jedes Exodia-Talent-Deck. Das ist strong. Okay. Aber jetzt sind 2 Züge. Yep. Und jetzt muss ich eigentlich, ich weiß nicht, kann ich eigentlich gewinnen oder nicht? Kann ich gewinnen? Zur ersten Zug heftig. Kannst du gewinnen, ist die Frage auch. Wahrscheinlich nicht, ne? Im ersten Zug. Nein. Nee, okay, dann gebe ich ab. Ich hoffe jetzt einfach. Oh, drauf. Jetzt doch. Nein. Unerwarteter Die. Als ob. Es ist so stark. Also ja, ich weiß ja nicht, was du nochmal. Oh. Was hast du da für Karten, ey? Okay, ich glaube, es ist das sinnvollste Ziel. Noch mehr Attika! Okay, ich gehe jetzt auf brachiale Attika. Oh Mann, nein! Wir leben 2000 am Beatstick. Ey, das ist so OP, Alter. Sag hier. Keine Chance. Es wird nicht mal zerstört, ey. So. Und jetzt. Battleface. Attack. Nehme ich. Und jetzt. Ja, Set 3. Genau. Du bist dran. Ich sehe schon magischer Zylinder, Spiegelkraft, alles Mögliche. Boah, wie kann ich denn da an vorbei? Also ist auf jeden Fall ein Counter drauf, ne? Ja, kann einer so. Achso. Ich hätte ihn halt umgedreht. Okay. Jetzt einer und gleich das voran. Das ist deine Win-Option. Jeden Zug auf die Hand bauen. Ah, das ist, aber ich hab das Gefühl, so ich kann gleich wieder verlieren. Du hast nur 6000. Das ist jetzt echt magisch Hüte gesettet ohne Monster. Ja, los. Das Ding ist halt so, dieses 2000er Monster nervt so heftig. Tja. Oh Mann. Ja, ich mach einfach mal gar nichts. Okay, ist schon dran. Ich hab halt irgendwie. Ich ziehe halt nicht ganz das Passende. Ach, weißt du was? Angriff. Ja. Ja. 4000, ey. Ja. Dann bist du schon. Okay. Das hier ist auf Hand. Boah. Nice. So. Ist das eine unbekannte Falle? Nein, das hätte ich. Nee, ich hätte echt schaffen sollen. Also ein Spieler, der nicht mal seine Karten kennt. Ich weiß, ja, ich nicht. Weiß, ich kann eigentlich. Richtig nicht schlecht. Also, dass du verlierst, wundert mich nicht.
So, ja, hey, boah, ich kann irgendwie nicht. Die Götterkarten brauchst du nicht lesen, die kannst du eh nicht rufen. Wart's ab. Okay. Aber, ich meine, soll ich einfach hoffen auf. Ich weiß nicht. Ja, du hast ja einen Schutzset, eine Schutzkarte. Ja, eine. Ja, immerhin, besser als keine. Das heißt, du kannst mir ein Monster nehmen. Okay, dann beschwöre ich jetzt einfach mal einen Arm. Ja. Und ich aktiviere auch noch Geheimnis Dorf der Hexer. Oder weil ich jetzt einen Hexer kontrolliere. Ja, kann ich keine Fallenkarten aktivieren. So sieht's aus. Okay. Und dann bist du. Warte. Oh Gott. Jetzt kommt eine Falle. Oder Chain MSD. Nee, okay. Okay. Ja. Bin ich, ne? Mhm. Was? Jetzt so ohne Mist, ey. Das stört mich jetzt schon ein bisschen. Habe ich keinen Hexer? Nee. Aber ich kann jetzt richtig krass werden. Ich beschwöre. Warum ist der nicht Hexer, Mann? Der ist einfach Drache. Reiter der Sturmwinde. Okay. Tja, du kannst so einbouncen. So. Die Frage, so welchen ich jetzt bounce. Geht ja beides. Okay. Dann gehe ich jetzt in die Battle Phase und greife mit 2000er. Krass, okay. Ja, dann werde ich wohl mal das aktivieren. Okay. So, und jetzt muss ich. Ja, das zwei Zauberkarten aus dem Deck nehmen. Oder Fallen auch. Zauber oder Fallen? Vielleicht hast du eine Karte, die, wenn die zerstört wird, einen Effekt hat, also eine Zauberfalle. Weiß nicht, ich glaube, so schlau ist das Deck dann doch nicht. Vielleicht schon. Kommt schon bestimmt hier. Scheinbar aber nicht. Also, die werden auch zerstört, ne? Ja, ja, also nach der Battle Phase, ne? Wenn ich die nicht angreife, werden die einfach zerstört. Also, das hier und dann einmal. Ja, das noch gleich auf den Tisch mischen. Okay. Ich will den Exodia-Teil treffen. Bleibt das Set dann? Boah, die bleiben Set! Ja, Hexendorf ist jetzt nutzlos. So. That's true. Schau mal, hoch unter dem Deck. Unter. Unter dem Tisch. Ja. So, mal gucken, ob du es schaffst. Ja, ja. Okay. Jetzt übertreibt er hier. Battleface, die Mitte. So. Okay, das war Fehlschlag. Ach komm, ich versuch's einfach nochmal. Kick. Oh! Okay, Memphis 2. Es hat funktioniert. Die Zahlungsname. Oh, krass. Ein weißen Drachen. Ich zieh zwei Karten. Was kann die denn? LUL! Was für eine krasse, komische Karte. Du hast ja eine dumme Falle dann auch. Sonst würde ich jetzt richtig ausrasten. Wenn die Falle dann nicht wäre. Aber ich aktiviere mal König des Sumpfes. Mhm. Darf die weglegen. Darf jetzt eine Fusionskarte holen. Und ich hole mir Fusionsersatz. Oder sagt die nur Polymerisation? Ah, die wird als Polymerisation behandelt auch. Mhm. Okay. So. Ich könnte jetzt fusionieren, aber es bringt halt gar nichts, weil du das eh wieder hochbauen sollst. Ja, dann bist du dann. Dann mach ich meinen Face. Ja. Also ich kann jetzt einfach eins... Exodia-Teil in Friedhof legen und eine Karte zurück auf die Hand schicken. Ist eigentlich voll gut. Ja. Da kommt deine Win-Option mit Arm immer angreifen. Ja, das Bein nehme ich doch immer. Okay, welchen? Ja, den Drachen. Was kann denn eigentlich das kleine Ding jetzt? Ja, das kann auslösen, wenn ein normalen Typ Drachen. Das hätte also geklappt an denen. Okay. Der macht dann Piercing-Damage. Mehr nicht. Okay, gut. Dann zieh ich mal. Willst du flippen? Muss ich überlegen, was ist das denn jetzt? Ha, okay. Ja, 500 dann nur, ne? Da beschwöre ich den Blockmann. Okay, alles klar. Kannst du keiner, wenn er zerstört? Gar nichts. Aber ich kann dir das Hut anbieten für eine Spielmarke. Boah, krass. Je nachdem, wie viele Züge der auf dem Feld liegt. Boah, heftig, okay. Und die kriegt halt irgendwie dann mehr Angriff, oder? Ja, okay. Er ist eh gleich tot. Oder nee, ich kann mehr beschwören, ne? Ja. Ah, okay. Also je nachdem wie viel, kriege ich halt tot. Ah, krass, okay. Voll gut eigentlich. Ja. Battleface. Ja. Angriff. Okay, Doc, du wirst die jetzt. Das heißt, ja. Ihr könnt nicht angreifen, ne? Genau. Weder angreifen noch Kampfposition verändern. Und es verliert 700 ATK. Oh, krass, okay. Tja. Was nun? Pass. Ich kann aber pro Zug oder... Ja, ich glaube schon einmal pro Zug. Hier steht einfach nichts von einem pro Zug, oder? Hier ist eine Falle, kannst du den Jordan-Zug machen.
Du kannst nur einen Effekt von auslösen pro Zug erwenden und den spielst du nur einmal. Das heißt, ich kann es auch in meinem Zug machen. Ja. Das ist ja voll OP. Ja, aber es ist ja minus für 500 Dekamonster. Ich brauche ja die Leute in meinem Friedhof hier. Ach, brauchst du das? Ja, eigentlich schon. Ach, hast du den Dicken auf der Hand? Vielleicht! Ja, aber ich aktiviere es mal. Okay. Perfekt. Zurück auf die Hand, ne? Ja. Oder? Auf die Hand? Ja. Hey, oder? Ja, ja, free to broken. Wenn jetzt Deck gemischt werden. Ja, leg mal einen Teil. Das Bein. Okay, dann bin ich dran, ne? Ja. Also, ich habe auf jeden Fall eine Defensive. Okay. Gezogen, ja. Ich höre Mirror Force. Ich höre Mirror Force. Wie machen wir das denn am schlauesten? Ich weiß ja gar nicht, ob ich da jetzt reingehen will. Was ist noch? Zwei Teile safe. Also, ist ja logisch. Gehe ich in das Minus? Stilles Verhängnis. Damit darf jetzt mein weißen Drachen den Spezial beschwören. Ja. Mit 2500 Verteidigung. Möchtest du was machen dagegen? Nee, noch nicht. Okay, dann aktiviere ich Fusionsersatz. Darf ich fusionieren? Von Hand oder... Nee. Von Hand oder Feld? Nur die... Oh. Nur von Feld. Fehlaktivierung. Fehlaktivierung. Warning. Oh, dammit. Dann rufe ich nur den. Mhm. Gehe in die Battleface und kill den. Ja, Effekt. Er ist so trollig, Mann. Was habe ich noch? Den Arm. Dann schicke ich den auf die Hand zurück. Witzlos, sag ich dazu. Witzlos. Dann bist du. Boah, damn. Krass. Ich finde nicht mehr viel, ne? Ne, eins nur. Kannst ja bouncen wieder. Stimmt. Dann Effekt. Also, als ob mir noch ein Teil fehlt, ey. Also, eigentlich nur noch das. Ja, liegt ja da, ne? Das hier kann ich doch auch. Darfst du das legen? Kann ja, ist eine gute Frage. Ne, oder Exodia. Ja. Ah, shit, ey. Ja, okay. Alter, ist der Big Boss auch Hexer? Dann wird's halt richtig böse, Mann. Ja. Ah, shit, Alter. Dann würde ich sagen. Oh, for real jetzt? Ohne Mist, Alter. Wie boot ich den jetzt einfach mal? Nein. Bam. Der hat 5000, ne? Yep. Keine Zauberkarten. Genau. Ja, okay. Einfach so, einfach mal alle. Ich so der Karte im Friedhof. Warum gewinne ich dadurch nicht? Jetzt mal. Ich muss doch was top denken, irgendwas. So, der ist unberührt von Effekten oder anderen Karten einfach. Ja, okay. 5000. Scheiße. Oh, das geht durch, als ob. Magen schon Zylinder! Aber es geht ja nicht. Okay, bin ich? Yep. Oh. Ich werde das in welcher ATK? Boah, ein Spezialbeschwörer. So, set. Repeat. Du bist. Alter, dein letztes Monster. Das Ding ist, der lag jetzt auch schon irgendwie vier Züge oder nee, so. Nee, dritter. Drei, okay. Drei. Dann kann ich den Attributen für drei Spielmarken, oder? Sind wir das für? Ja. Dann tribuliere ich die mal für drei Spielmarken. Ja. Und die drei Spielmarken tribuliere ich dann wieder für Obelisk. Ich darf auf die Beschwörung nicht reagieren, ne? Oder sagst du Obelisk? Ja, genau. Also die kann nicht negiert werden wahrscheinlich. Genau, die Normalbeschwörung kann nicht annulliert werden. Und es kann auch keine Karten aktiviert werden oder Effekte auf. Wenn die Beschwörung. Ja, das meine ich. Ja, ja, genau. Boah, ich hätte jetzt den Anime-Move machen können. Aha. Weil im Anime ruft Yugi Obelisk, greift Marek direkt an, darauf aktiviert Marek, Klon, kopiert Obelisk. Ah. Und dann kriegt er auch den Token und hat auch 4000 ATK. Oh, damn. Aber du hast keinen. Das darf er nicht reagieren. Ja. Aber sonst hätte ich einen 4000er Token. Ja, okay, mach. Dann greife ich mal an. Mann, das ist Obelisk, das ist unfair! Und 5000 direkt. Ja, das ist halt schon echt stark. Aber ich hätte auch euch. Das, was? Ich hätte einfach nichts machen können, eigentlich. Deswegen. Ich hätte ja sogar noch, aber ich kann keine Zauberkarten mehr aktivieren.